Hallo und willkommen bei Sonne, Sand, Meer, Tarot. Ich bin Daniela und das ist die Tarotbotschaft für den Zeitraum vom 1. bis 10. Juli. Ja, und wie immer ist das hier eine allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe. Allgemeine Legungen passen nicht für jeden. Und wie immer darfst du dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest, den lass beiseite. Ja, und ich ziehe jetzt zunächst wieder eine Karte für die verschiedenen Elemente und schaue danach tiefer hinein in die Energien für jedes einzelne Sternzeichen. Und dann ziehe ich eine Karte für die Feuerzeichen, also für den Löwen, den Widder und den Schützen. Ich habe hier das tiefe Zuhören. Und das tiefe Zuhören sagt, ich lade dich ein in die innere Stille, wo die Welt widerhallt. Und sie hat wie so eine Mondscheibe hinter sich, die ja auch immer steht für das Innere, für das Eintauchen in das Innere. Und es ist für dich in diesem ersten Zeitraum im Juli wichtig, tief zu hören, genau hinzuhören, ja, dir selbst zuzuhören. Und auch wenn so kleinere Zeichen oder Synchronizitäten deinen Weg kreuzen, einfach genau hinzuschauen, genau hinzuhören, genau zuzuhören und die Dinge, die sich auf diese etwas mysteriöse, magische Weise in deinem Leben zeigen, so wie Synchronizitäten, da genau hinzuschauen. Und dann schauen wir für den Widder tiefer in diese Energie des tiefen Zuhörens hinein. Fokussiere deinen Geist. Und das kann zum einen bedeuten, dass du dich auf deine Prioritäten konzentrieren sollst. Das kann aber auch etwas mit Meditation zu tun haben, ja, dass es einfach darum geht, den Geist in Meditation zu fokussieren. Und wir schauen weiter in die Tarotkarten hinein. Ich ziehe wieder drei Karten. Die erste ist eine Aufgabe oder Herausforderung, die zweite der Rat der geistigen Welt und die dritte ein mögliches Ergebnis, das mit dem Denken, Fühlen und Handeln zu tun hat. Wow, und das sind ja schon mal hammerschöne Karten hier. Wir haben hier die drei der Kelche, die Fülle, vor allem die emotionale Fülle. Wir haben hier das Rad des Glücks, auch das Rad des Schicksals und hier die sechs der Stäbe, eine siegreiche Energie. Also dieses tiefe Zuhören, dieses tiefe Hinhören und diese Fokussierung deines Geistes, ja, die beschenken dich über alle Maßen in diesem ersten Zeitraum im Juli. Du kannst die Dinge hier auch nochmal zum Positiven verändern. Also hier liegt generell eine positive Wende, sowohl hier in der Zwei der Münzen als auch im Rad des Glücks. Das Rad des Glücks steht ja immer für eine glückliche Wendung, ja? Und hier liegt die Fülle, hier liegt der Erfolg. Der Herrscher ist auch eine Person, der sehr strategisch und fokussiert vorgeht. Ja, der hat schon auch eine gewisse Intuition, ein gewisses Bauchgefühl, aber der Herrscher ist immer jemand, der strategisch plant. Ja, und es fühlt sich so an, als ob so dieses strategische Planen aus dir herauskommt, auch durch die Dinge, die im Außen um dich herum passieren. Durch diese Energien, die eben glückliche Wendungen, positive Weiterentwicklungen möglich machen. Der Herrscher ist auch jemand, der ist sich seiner Prioritäten bewusst. Möglicherweise möchtest du Meditation wieder mehr zu einer Priorität in deinem Leben machen. Und wir haben hier noch den Buben der Stäbe. Ja, hier liegt Wachstum. Also es sind alles durch und durch positive Karten. Ja, was die Karten hier so ein bisschen betonen, ist, dass du dich wirklich konzentrieren sollst auf deine Prioritäten, was auch immer das für dich ist. Denn
Wenn du den Fokus verlierst, dann kann es sein, dass diese super positiven Energien ungenutzt an dir vorbeiziehen. Ja, insofern ist es eigentlich an dir zu entscheiden, wofür du das nutzen möchtest. Ja, es ist dir eine gute energetische Grundkonstellation gegeben von Fülle, von Erfolg, von siegreicher Energie, von positivem, schicksalshaften Wandel. Und es ist an dir zu entscheiden, worauf du den Fokus richten möchtest. Denn da, wo dein Fokus liegt, da werden diese Energien anfangen zu wirken und da kann etwas wachsen. Ja, also es sind schon mal sehr positive, segensreiche Grundenergien, die du, wie gesagt, nutzen kannst für das, worauf du deinen Fokus legst. Und hier kommt noch die Selbstermächtigung. Das ist wieder so eine sehr komische Übersetzung im Deutschen. Self-Empowerment oder einfach Empowerment, dies in deine Kraft treten. Du verfügst über mehr Kraft, als du weißt. Traue dich, deine Kraft zu leben. Du bist sicher. Und dort, wo du deinen Fokus hinrichtest, dort manifestiert sich auch deine Kraft. Und diese Energien, die sind sehr besonders in diesen ersten Tagen im Juli. Ja, lieber Widder, das war deine Legung für diesen ersten Zeitraum vom 1. bis 10. Juli. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich, konnte dich ein wenig inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video ein Like und wenn du möchtest, hinterlass mir einen Kommentar. Darüber freue ich mich von Herzen. Alles Liebe. Und natürlich ist es auch immer möglich, diesen Kanal hier mit einer Kleinigkeit zu unterstützen, beispielsweise mit einem Kaffee für eine Kaffeepause. Denn dieser Kanal hier ist sehr, sehr arbeitsintensiv und von dem her bin ich sehr dankbar für jegliche Form von Unterstützung aus dem Publikum, von den Leuten, die regelmäßig zuschauen. Und in den letzten Wochen und Monaten hat mich auch schon der eine oder andere Kaffee erreicht, auch die eine oder andere Spende, mal kleiner, mal größer. Und von dem her ist es etwas, was mir einfach auch sehr, sehr viel Freude macht. Ja, es ist nicht einfach nur ein Kaffee, es ist eine Geste, die mich von Herzen freut und die mich auch ermutigt, weiter diese viele Arbeit hier in den Kanal hineinzustecken, weil ich einfach weiß, dass es da draußen Menschen gibt, denen das wirklich etwas wert ist. Ja, von dem her, alle Infos dazu findest du auf meiner Internetseite, den Link dazu unter dem Video. Und ich sage einfach schon mal vielen Dank und alles Liebe.